So, und schon wieder mal ein wunderbarer Test. PlaySport Kodak 27P 60 Bilder pro Sekunde mit Fischauge und zwar im Kaba-Outfit. Das heißt, im Klettverschluss-Outfit. Und ich befinde mich jetzt hier auf einer Wiese, wie ihr sehen könnt, damit, wenn ich jetzt mit der Kamera rumspiele und sie rumschleudere, damit das Fischauge mir nicht abhanden kommt auf dem Asphalt oder so. Kaputt geht, meine ich. Okay, und los geht's, Schütteltest Nummer 1. Tja, scheint zu halten, oder? Wunderbar. Ich würde sagen, unschlagbare Kombi. Ihr müsst auf jeden Fall das Fischauge aber irgendwie fixieren. Bei solchen Kappaktionen wie unseren ist der Magnet nicht ausreichend. Wir brauchen da auf jeden Fall eine bessere. Und diese einfache Plätzverschluss ist eigentlich eine coole Sache. Und tschüss. Ich rede hier mit mir selber. Die Leute gucken.